Ganz klar, es war das Thema am Wochenende und ist es auch heute noch. Tatsächlich haben Menschen, meine Kollegin Sarina in Osnabrück, auf den Waldhof-Aufstieg in die dritte Liga angesprochen. Also herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Gut Ding will manchmal Weile haben. Ja, und die Stadt selbst, Stadt Mannheim, die war am Wochenende blau-schwarz. Man müsste wahrscheinlich eher sagen, mehr blau als schwarz. Also Partyszenen gab es zuhauf. Entsprechend natürlich auch im Moment, als alles klar war, jawohl, der Verein steigt auf in die dritte Liga. Wir waren dabei und mein Kollege Marcel Schreiner hat die Bilder. Der Jubel war riesengroß. Endlich, möchte man fast sagen, endlich ist der SV Waldhof Mannheim aufgestiegen. Nach 3 gescheiterten Versuchen in der Relegation, kein Wunder, dass die Spieler diesen Tag förmlich herbeigesehnt haben. Wir haben so lange drauf gewartet, 4 Jahre lang. Haben wir alles aufgebaut, immer wieder Rückschläge. Heute war dann der Tag, man steht auf, hat so einen Sonnenschein, denkt sich so, hey, heute ist ein besonderer Tag. Heute kann was ganz Besonderes passieren. Bereits vor der Partie zeigten sich die Buwe keineswegs angespannt. Mit breiter Brust gingen sie ins Spiel. Kurz vor der Halbzeitpause legte Timo Kern das einzige Tor des Tages ins Netz. Ein weiterer Stein, der von den Waldhöfer Herzen purzelte. Wir wollten unbedingt gewinnen. Wir haben gerade eine Serie am Laufen. Von daher war das fast schon selbstverständlich für uns, dass wir dieses Spiel auch wieder gewinnen werden. Dass ich das Tor mache, ist schon ein richtig geiles Gefühl, muss ich sagen. Ein geiles Gefühl war dann auch der Abpfiff für die Spieler und für die Fans. Ich genieße es so wie einst große Spieler, im Rasen zu stehen und die Stimmung aufzusaugen. Letztes Jahr, es war einfach so traurig, das war unfassbar. Und dass es jetzt nach so vielen Anläufen endlich geschafft hat, endlich raus aus Liga 4, das ist klasse. Ich bin überglücklich, dass es heute geklappt hat. Einmal Waldhof, immer Waldhof, sage ich nur dazu. Wirklich geil. Apropos Fans, die haben aus den Vorkommnissen rund um das Relegationsrückspiel im vergangenen Jahr gelernt. Damals hatte es einen Spielabbruch gegeben. Platzstürme oder Ähnliches, wie sie bei Aufstiegsfeiern oft vorkommen, blieben trotz aller Freude aus. Der Waldhof hat immer irgendwie im Umfeld immer so ein paar Nebengeräusche. Das tut dem Verein nicht gut. Das lenkt einfach vom sportlichen Erfolg ab. In diesem Jahr haben wir es meiner Meinung nach, nach diesem katastrophalen 27:5, haben wir es eigentlich ganz gut hinbekommen, Ruhe reinzubekommen. Die sportliche Leitung hat einen sensationellen Job gemacht. Am Ende sah es leicht aus für den SV Waldhof Mannheim. Früh stehen die Buwe als Meister und Aufsteiger fest. Souverän sind sie in den letzten Wochen über die Regionalliga-Plätze gefegt. Doch ein Spaziergang war die Saison nicht. Brutale Erleichterung. Die Saison war schon lang, auch wenn wir jetzt 5 Tage vor Ende das Ganze perfekt gemacht haben. Es war kräftezehrend, wir konnten es kaum erwarten und haben das heute in die Vollen gebracht. Und kaum war dieses harte Stück Arbeit vollbracht, ging es nahtlos ins Feiern über. Gemeinsam mit dem 12. Mann von der Tribüne. Am Ende war es einfach nur noch genießen pur. Die letzten 10 Minuten waren Wahnsinn, ehrlich. Das war ein Gänsehaut. Ich habe einfach nur noch die Sekunden runtergezählt. Und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kann die dritte Liga sich auf uns freuen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Es wird richtig geil, die Duelle. Ich glaube, jeder freut sich auf den Waldhof. Das ist eine Bereicherung für die dritte Liga. Denn genau da ist der SV Waldhof Mannheim jetzt angekommen. Nach 3 verpassten Versuchen im 4. Anlauf. Einen haben Sie jetzt sicherlich ein bisschen vermisst, den Meistertrainer Bernhard Rares. Ja, wie hat der denn diesen Tag der Tage erlebt? Marcel Schreiner hat mit ihm gesprochen. Bernhard Rares, Trainer von Waldhof Mannheim, heute aufgestiegen. Wie fühlen Sie sich so direkt nach dem Aufstieg? Ja, ich habe jetzt noch gar nicht so das Gefühl, weil als Trainer bist du natürlich im Fokus. Ja, du bereitest das Spiel vor, du versuchst bis zum Ende das Spiel, ich sag mal, sehr konzentriert zu durchleben, zu coachen. Ja, wir sind insgesamt super erleichtert, dass wir heute im Grunde mit den Leuten auch einen Sieg daheim, dass wir mit denen feiern können. Das war das Wichtigste für uns, dass wir es nicht am grünen Tisch erreichen, sondern dass wir es ganz normal, selbst mit 3 Punkte Abzug erreichen würden. Und das wollten wir heute auch hier zeigen auf dem Platz. Und das hat die Mannschaft toll gemacht. Ich habe über die Saison so 2, 3, vielleicht auch 10 Mal versucht, so langsam ein bisschen rauszukitzeln bei Ihnen, wann man sich denn mit dem Aufstieg beschäftigt. Sie haben da immer so ein bisschen, ja, erstmal immer aufs Spiel sich konzentriert. War das am Ende dann auch das Erfolgsrezept, dass man von Spiel zu Spiel gedacht hat? Dass wir aufsteigen wollen, ist ja klar, auch Saarbrücken. Aber man muss ja nicht jede Woche, ich sag mal, da ein Statement dafür abgeben. Das Entscheidende ist ja einfach, dass man, ich sag mal, an seinen Themen arbeitet. Ja? Ich sag mal, das ist ja kein Wunschkonzert Fußball, dass man sagt, okay, geht mal auf den Platz und spürt's mal. Ja? Da hat sich schon ein bisschen was verändert. Man muss den Gegner analysieren, man muss seine Mannschaft analysieren, man muss versuchen, immer die beste Mannschaft auf den Platz zu bringen. Diese Themen begleiten natürlich den Trainer und das ist das Entscheidende. Ja?
In den letzten Jahren hat es dann immer in den entscheidenden Spielen, in den Relegationsspielen knapp nicht gereicht. Diese Saison hat man das Gefühl, die Mannschaft ist viel konsequenter, erledigt die Aufgaben einfach, wenn sie anstehen. Jetzt ist es auch so, dass das quasi der erste Matchball war und man ihn sofort verwandelt hat. Woran liegt das? Ja, an uns allen. Das heißt konkret? Am Umfeld, an der Mannschaft, am Funktionsteam, an den Trainern, an uns allen.